Einen recht schönen guten Abend. Ich begrüße Sie alle herzlich im Namen von Scientist for Future Österreich, unsere Gäste auf dem virtuellen Podium hier und unsere Zuseherinnen in den Weiten des Internets. Diskutieren werden heute Dr. Josephine Tröger, Magistra Brigitte Kratzwald und Professor Dr. Oliver Stengel. Josephine Tröger ist Umweltpsychologin. Sie forscht zu Suffizienz, Mobilität, gesellschaftlichen Transformationen, Akzeptanz von sozialen Innovationen und Technologien und ist Senior Scientist am Fraunhofer Institut für System- und Innovationsforschung. Brigitte Kratzwald, Magistra Brigitte Kratzwald, ist Sozialwissenschaftlerin und bezeichnet sich selbst als Aktivistin auf der Suche nach alternativen Wirtschafts- und Gesellschaftsformen. Sie betreibt den Blog commons.at. Und Oliver Stengel ist Professor für nachhaltige Entwicklung mit soziologischer Ausrichtung an der Hochschule Bochum. Sein Buch Suffizienz, die Konsumgesellschaft in der ökologischen Krise ist im Ökom Verlag erschienen. Mein Name ist Martin Auer. Der Titel für unser Gespräch lautet ja, wie viel ist genug? Die Frage ist natürlich ein bisschen so, als ob man fragt, ob 7 viel ist. Quantitativ lässt sich das nicht beantworten, aber möglicherweise qualitativ. Mahatma Gandhi hat gesagt, die Erde hat genug für jedermanns Bedürfnisse, aber nicht für jedermanns Gier. Dass wir der Erde zu viel abverlangen, das zeigt die umfassende ökologische Krise, die wir heute erleben. Aber gleichzeitig sind wir weit davon entfernt, dass jedermanns Bedürfnisse befriedigt werden. Wie kommen wir also dorthin, dass die Bedürfnisse von allen befriedigt werden können und wir trotzdem den Planeten nicht überausbeuten? Wie finden wir das rechte Maß genug, aber nicht zu viel? Wie können wir unseren Garten Erde nachhaltig bestellen? Vielleicht können wir zuerst auf die drei wesentlichen Strategien der Nachhaltigkeit eingehen. Effizienz, Konsistenz und Suffizienz. Können wir das einmal ganz gut erklären? Wer will den Anfang machen? Das kann ich machen. Ja, diese drei Strategien, die sind auch schon im Grunde Jahrzehnte alt, jedenfalls in der Theorie. Und wir alle verfolgen das gleiche Ziel. Sie wollen nämlich den Energie- und Ressourcenverbrauch in der Gesellschaft reduzieren. Und die Effizienz- und Konsistenz-Strategie machen das oder wollen das in erster Linie erreichen durch technologische Innovationen, teilweise auch durch soziale Innovationen. Und die Suffizienzstrategie ist hier eigentlich die einzige, die wirklich auf Verhaltens- bzw. Handlungsveränderungen beim Individuum ansetzt. Gleichzeitig muss man mal nüchtern sagen, dass es aber auch die Strategie ist, an die man sich in der Politik am wenigsten rantraut, weil man doch immer befürchtet, dass man den Bürgern zu große Zumutungen macht und dass dies dann in unserer Gegenwart wieder Wasser auf den Mühlen der Rechtspopulisten wäre, wenn man den Menschen zum Beispiel an die Bratwurst oder an das Auto geht. Dabei könnte man durch Suffizienzmaßnahmen recht große Einsparerfolge erzielen. Und der Charme besteht prinzipiell und in der Theorie zunächst einmal auch darin, dass man hier nicht auf technologische Innovationen und deren Verbreitung warten muss, sondern dass man sie relativ schnell umsetzen könnte. Ja, wenn es denn nicht das Zögern und Zaudern auf politischer Ebene gäbe und eben auch nicht die durchaus zu Recht befürchteten Widerstände in der Gesellschaft. Was bedeutet eigentlich ein suffizienter Lebensstil? Verzicht, Askese. Eine politische Partei in Österreich hat kürzlich in ihrem Wahlprogramm gemeint, ja, wir wollen Klimaschutz mit Augenmaß, aber keine Selbstgeißelung. Damit war sicherlich genau diese Strategie der Suffizienz gemeint. Was kann man sich unter einem suffizienten Lebensstil vorstellen, wenn es keine Selbstgeißelung sein soll? Zum einen würde man jetzt eben abgeleitet aus diesen
drei Ebenen, die Sie ja gerade schon genannt haben, sagen, naja, die Suffizienz konzentriert sich halt auf Verhaltensebene, dieses Ziel zu erreichen der Nachhaltigkeit. Und dann könnte man sagen, Suffizienz ist eben eine Form von sehr ressourcenarmen Konsum, wo aber auch, also ich würde sagen, weil auch andere, dass das ein bisschen mehrdimensionales Konstrukt ist, dass es sowas Kognitives beinhaltet, aber auch eben eine Verhaltensorientierung, ne? Und gibt es ja unterschiedliche Ausbuchstabierungen von jetzt auf einer individuellen Ebene betrachtet, wie so ein Lebensstil dann aussieht, welche Haltung man da hat. Ja, es gibt so ein Maß, da sind halt dann so Sachen drin wie, naja, ich bemühe mich halt, so wenig wie möglich Ressourcen zu verbrauchen in meinem Alltag. Oder ich fliege nicht. Oder ich esse eben keine Produkte, die einen hohen Fokus haben. Also es ist aber auf einer sehr individuellen Ebene gedacht. Und, ja. Und Suffizienz kann man sich ja, hat ja im Grunde auch mehrere Facetten bzw. Dimensionen. Eine ist natürlich die Umweltentlastung. Und wenn man jetzt durch sein Lebensstil die Umwelt wirklich entlasten möchte, dann sind es im Grunde gar nicht so viele Handlungsbereiche, in denen man da etwas verändern müsste. Mobilität, das ist ganz sicher eines dieser Felder, dass man eben ja, im Idealfall gar kein Auto hat, oder wenn man eins hat, dann relativ wenig damit fährt und auf andere Verkehrsmittel umsteigt. Das ist die Ernährung, und die geht es vor allem um tierische Produkte allen voran, natürlich Fleisch, auf die man, was heißt schon verzichten? Ja, im Idealfall natürlich tatsächlich verzichtet, aber es ist auch schon viel gewonnen, wenn man den Konsum deutlich reduziert. Und dadurch gewinnt man ja auch zumindest einiges. Die meisten sehen immer so die lokalen Verluste, die dann im Vordergrund stehen. Und ich muss jetzt tatsächlich auf die Bratwurst verzichten. Aber erstens wird einem das ja mittlerweile ziemlich einfach gemacht, weil es pflanzliche Produkte, also pflanzliche Bratwürste gibt, die geschmacklich dem Original schon ganz gut nahe kommen. In Zukunft kommt dann auch ja, die Die oft aber immer noch teurer sind als Fleischprodukte, sogar teurer als Bioprodukte, diese Ersatzprodukte. ja, Da ist teilweise. eine große Barriere, glaube ich. Ja, also gut, der Preisfaktor spielt tatsächlich eine Rolle. Andererseits, wenn man sich jetzt beim Konsum generell etwas zurückhält, spart man ja auch eine ganze Menge an Geld. Das gleicht das dann locker wieder aus. Aber ich wollte eigentlich nur sagen, das ist ja so ein bisschen die ökologische Dimension. Da müsste man, wenn man also an die großen Stellschrauben rangeht, da sind es vergleichsweise wenige Aktivitäten, die man verändern müsste. Aber deswegen gefällt mir ganz gut, dass Sie die heutige Podiumsdiskussion unter dem Titel Wie viel ist genug gestellt haben, denn das ist gleichzeitig auch der Buchtitel von einem Ökonom und einem Philosophen, jedenfalls der deutsche Buchtitel, die kommen beide aus England, und haben 2013 ein Buch eben mit dem Titel Wie viel ist genug publiziert. Und in dem geht es um das gute Leben. Was ist da eigentlich notwendig für das gute Leben? Und in dem Buch kommen Sie im Grunde auf sieben Basisgüter, die für alle Menschen in allen Kulturen auf der Welt zu jeder Zeit wirklich absolut entscheidend für ein gutes Leben sind. Wenn nur eines fehlt, dann hat man eben keines davon. Und die haben erstaunlich wenig mit Konsum zu tun. Das ist nämlich Gesundheit, das ist Sicherheit, zum Beispiel vor Umweltkrisen, aber auch vor Schurken und Banditen und vor Kriegen. Das ist die Freiheit von Missachtung, Autonomie, also Selbstbestimmung. Dann das Leben in einer intakten Natur, schon deswegen, weil das Leben in einer nicht intakten Natur auch mit Gefahren einhergeht, was wiederum die Sicherheit bedroht. Das sind ganz wichtig, gute soziale Kontakte, und das ist ausreichend Zeit. Und ausreichend Zeit, die bekommt man zum Beispiel, wenn man weniger arbeiten muss. Und wenn man weniger arbeitet, bekommt man natürlich auch weniger Geld. Aber wenn man dann trotzdem gut leben kann, weil man ja jetzt nicht die riesen Wohnung braucht, zum Beispiel nicht den Porsche SUV und so weiter, dann stehen einem eigentlich auch eine ganze Menge Möglichkeiten zur Verfügung. Dann hat man wirklich Zeit und kann eigentlich, dann hat man zum Beispiel auch die Zeit für gute soziale Kontakte und Freundschaften zu pflegen, was man vielleicht nicht hat. Also man kann im Grunde auch mal darauf achten, was man persönlich dadurch gewinnt, wenn man beim Konsum etwas zurücktritt. Genau, und ich würde da gerne auch noch ergänzen, weil das ist genau der Punkt bei der Suffizienz eben, dass es gute Leben quasi mit adressiert. Das ist auch der Unterschied zur bloßen Umweltschutzorientierung, dass es halt sozusagen
ja, integriert, dass das ein Wohlbefinden eben möglich ist und nie abhängig ist vom Konsum. Und so an diesem Projekt, in dem ich jetzt hier auch arbeite, Fulfill nennt sich das, also ich versuche das so ein bisschen aufzuklären. Also inwiefern hängt sozusagen ein Wohlbefinden, da gehört Gesundheit mit dazu, aber auch anderes, wie hängt das denn mit Suffizienz zusammen? Weil die These ist ja auch immer, das haben Sie ja vorhin auch gesagt, dass vielleicht auch nur arme Leute suffizient sein können. Oder wenn man nur wenig hat oder verzichtet, ist man dann suffizient. Das will eben Suffizienz explizit nicht. Und wenn man es auch auf eine höhere Ebene adressiert, ist in dieser ganzen Suffizienzdebatte schon auch immer der Punkt, dass Menschen, die gerne suffizient leben wollen, auch quasi Strukturen brauchen, in denen das überhaupt möglich ist. Dass man das auf gar keinen Fall nur auf diese individuelle Ebene abzielen darf, weil eben wir sind ja alle in Gesellschaften und da gibt es Möglichkeiten, ein allgemeines Wohlbefinden auch zu fördern, was unabhängig von diesen, also Grundbedürfnisse müssen befriedigt werden, aber Konsum heißt ja nicht gleich Gewinn an Lebensqualität. Also teilweise sogar im Gegenteil, genau. Und das ist eben das Essentielle bei der Suffizienz. Oder auch die Chance, aus der heraus man eben auch besser kommunizieren kann, weil es eben nicht um Verzicht geht, sondern um letztlich um Gewinn oder ja. Genau. Genau, also das ist ja eine bekannte Weisheit. Also im Prinzip, Geld allein macht nicht glücklich. Das kennt jeder und das geht schon in diese Richtung. Aber trotzdem ist es so, dass wir leben in einer Konsumgesellschaft. Die Frage ist überhaupt, warum ist das eine Konsumgesellschaft und nicht irgendeine andere? Und wir steigern unseren Konsum kontinuierlich. Ja? Was sind denn die Barrieren? Warum ist es so schwer, einen suffizienten Lebensstil zu führen? Fangen wir mal beim Individuellen an. Was sind die psychologischen Barrieren? Was meinen Sie? Frau Also Kreis, was sagen Sie? ich würde da jetzt gerne mal einsteigen, aber Ja. noch auf meine Vorrednerinnen Bezug nehmen und weniger auf Ihre Frage. Okay. Mein Thema ist ja Commons, Commoning, und ich habe im Vorgespräch schon irgendwie darauf hingewiesen, dass aus einer Commons-Perspektive die Frage, wie viel ist genug, nicht unbedingt aus meiner Sicht die richtige Frage ist, bevor ich jetzt da näher auf das Commons-Thema eingehe, würde ich doch ganz gern noch provokant sagen, wem ich die Frage, wie viel ist genug, lieber stellen würde, nämlich denen, die immer noch vom Wirtschaftswachstum reden, denen, die immer noch Wälder roden, Böden versiegeln, nach Erdöl bohren oder deren Dividenden in schwindelnde Höhen steigen. Also weniger denen Menschen Bratwurst und Auto wegnehmen, sondern erstmal weiter oben ansetzen. Aber das ist gar nicht das Thema Commons. Wenn wir von Commons reden, stellen wir die Frage nämlich anders. Wir fragen nicht, wie viel ist genug, sondern wir fragen, wie viel ist da? Wie viel haben wir? Wie viel können wir verbrauchen? Und wie können wir so damit umgehen, dass alle gut leben können? Und es ist ja schon die Frage nach dem guten Leben gefallen. Das hängt erst einmal von vielen nicht materiellen, nicht stofflichen Dingen ab, die ja unbegrenzt vorhanden sind. Und dieses Konzept Commoning bezieht sich dann ja nur mehr auf diese Dinge, die begrenzt vorhanden sind, wo man dann herkömmlich in der Wirtschaftswissenschaft gern sagt, die sind knapp. Dabei ist es oft nur, werden sie oft künstlich knapp gemacht durch das Wirtschaftssystem, das wir haben. Und wenn man Es gibt einfach viele verschiedene Möglichkeiten, damit umzugehen, wo man auch durchaus unterschiedliche Bedürfnisse berücksichtigen kann. Und der Kern des Commoning, das die Essenz des Commoning ist, Regeln zu finden, wie man damit umgehen kann, dass alle gut leben können. Das hat wahrscheinlich auch ein bisschen was mit Effizienz zu tun. Es hat aber auch mit dem Menschenbild zu tun. Und das hat auch die Kollegin vorher schon gesagt, das hat natürlich auch viel mit strukturellen Rahmenbedingungen zu tun. So viel jetzt erst einmal fürs Erste von mir. Ja. Was sind die Barrieren? Wieso steigt der Konsum? Und ich meine jetzt eben auch nicht nur den privaten Konsum, sondern den Konsum, den Verbrauch an Ressourcen ganz allgemein. Ja? Wieso tun wir uns so schwer, da runterzukommen?
obwohl es eigentlich ja ganz einsichtig ist, so theoretisch jeder versteht, dass man nicht mehr verbrauchen kann, als man hat. Nicht mehr verbrauchen kann, als da ist. Und trotzdem verbrauchen wir die Menschheit als Ganzes ungefähr im Jahr 1,7 Planeten. Und in den sogenannten Industrieländern oder frühindustrialisierten Ländern bis zu 3 Planeten im Jahr. Obwohl wir alle wissen, dass sich das nicht ausgehen kann. Wie kann man das? Zunächst einmal ist das ja auch eine gelebte kollektive Praxis seit, sagen wir mal, mindestens 100 Jahren. Es ist eigentlich völlig normal und selbstverständlich und wird nicht hinterfragt, dass man Dinge kauft und besitzt, um sie dann nutzen zu können. Und tatsächlich gibt es ja auch kaum Alternativen dazu. Das ist zum Beispiel ein Grund, warum wir jetzt hier in Bochum, also da arbeite und wohne, eine Bibliothek der Dinge auf die Beine gestellt haben. Das ist eine Einrichtung und da sprechen wir dann schon von quasi neuen Rahmenbedingungen, also tatsächlich eine Option. Es ist eine Einrichtung, die eigentlich wie eine Stadtbücherei funktioniert. Nur kann man sich keine Bücher ausleihen, sondern alle möglichen Gegenstände. Das sind Werkzeuge, das sind Spielzeuge, das sind Gartengeräte, das sind Sport- und Freizeitgeräte, das sind Küchengeräte und, und. Da haben wir momentan knapp 3000 von diesen Dingen. Und die Idee, es gibt natürlich mehrere Ideen, die dahinter stecken, aber eine ist eben, klar, das ist jetzt, man kann die Dinge nutzen, ohne sie besitzen und kaufen zu müssen. Also man zahlt einmal wie in einer Stadtbücherei auch einen Jahresbeitrag und kann sich dann so viel leisten, wie man im Grunde möchte und gibt sie danach wieder zurück. Letztendlich geht man mit den, na, teilt sich die Ressourcen gemeinschaftlich, indem man die Dinge gemeinschaftlich nutzt. Es muss weniger konsumiert und es muss vor allem auch weniger produziert werden. Das ist umweltentlastend und es hat natürlich auch eine soziale Funktion. Das heißt, auch jene, die über wenig Einkommen verfügen oder über wenig Einkommen verfügen wollen, weil sie zum Beispiel mehr Freizeit haben, die haben dann trotzdem Zugang zu den Dingen und können sie nutzen. Und das ist diese ganze Bibliotheken der Dinge Sache, das ist eigentlich eine soziale Innovation. Das ist Effizienz, Suffizienz, da kommt im Grunde alles zusammen. Und diese, man kann tatsächlich sagen, Bewegung, die breitet sich zunehmend aus. Also es gründen sich in Deutschland, es gibt übrigens, haha, Frau Tröger auch in Karlsruhe eine Bibliothek der Dinge. Ich weiß nicht, ob sie da so heißt, aber sie dehnen sich, also sie breiten sich tatsächlich zunehmend aus. Und wenn das mal ein neuer gesellschaftlicher Standard werden würde, dann wäre die Barriere auch nicht mehr so hoch. Wenn es dann irgendwann so normal wäre, sich Dinge zu leihen, anstatt sie zu kaufen, setzt natürlich voraus, dass es den Menschen auch entsprechend einfach gemacht wird, dann kann sich die kollektive Praxis verändern. Und dann guckt man irgendwann zurück in die Zeit, Jahrzehnte nachdem sich dieser Standard etabliert hat, und fragt sich: Mein Gott, warum haben wir das nicht immer schon so gemacht oder viel früher? Aber da muss man eben erst mal hinkommen. Eigentlich war das ja sagen wir, mal in einer Großfamilie oder in einer Dorfgemeinschaft ja durchaus eigentlich der Standard. Gerade Commons, Frau Kratzfeld kann uns das sicher bestätigen, sind historisch zerstört worden. Man hat eigentlich Wälder, Wiesen, Weiden gemeinsam genutzt und das ist systematisch zerstört worden. Können Sie uns da ein bisschen was dazu sagen? Ja, das ist natürlich richtig. Es ist systematisch zerstört worden, eigentlich dadurch, dass es privatisiert worden ist. Und weil, das ist natürlich einerseits passiert, weil Menschen damit Profit machen wollten, aber andererseits hat sich dadurch auch diese Meinung durchgesetzt, dass Privateigentum die beste Absicherung ist, gegen die beste Sicherheit bietet, gegen Armut. Und mittlerweile sehen wir einfach, dass das so nicht stimmt, weil ein immer größerer Teil der Menschen sich einfach dieses Privateigentum nicht leisten kann, auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite
wir möglicherweise oder ziemlich sicher wirklich nicht genug Ressourcen auf dieser Welt haben, damit jeder alles, wie viel das alles dann auch immer sein muss, nur für sich selber hat und alles horten kann und vielleicht noch zwei Autos oder drei Autos oder zwei Wohnungen oder drei Wohnungen, damit man fürs Alter abgesichert ist. Und Entschuldigung. Also mein Vorredner hat das ja sehr schön beschrieben. Das ist ein gutes, das ist klassisch Commoning. Man kann das mit vielen anderen Dingen machen. Man kann das mit Autos machen, mit Kleidern sowieso. Die packt man sich nicht aus, sondern die nutzt man hintereinander, nicht parallel. Obwohl es das inzwischen auch schon gibt, dass man sich Kleider ausborgen und wieder zurückgeben kann. Aber ein Problem, das wir dann kriegen in unserer Gesellschaft, ist natürlich, wenn das alle Menschen konsequent machen, dann und der Konsum wirklich um so viel zurückgeht, weil sich die Menschen nicht mehr alles selber kaufen, dann wächst die Wirtschaft nicht mehr. Dann gehen verschiedene Firmen in Konkurs. Und ich glaube, ein großes Hindernis ist einfach dieses Wirtschaftssystem, das wir haben, das so auf Wachstum, das einfach Wachstum braucht, damit das funktioniert. Also ich halte auch diesen Degrowth-Ansatz für ganz, ganz wichtig, damit wir dahin kommen, überhaupt Dinge gemeinsam nutzen zu können, effizienter nutzen zu können. Und noch ein Punkt, es geht einfach auch um diese Absicherung. Commons in dem Sinn, wie Sie es vorher gesagt haben, wenn es dieses gemeinsam genutzte Land gibt, wo ich sicher weiß, ich kann da meine Kuh auf die Weide führen, ich kann da mein Holz aus dem Wald holen, dann habe ich einfach eine soziale Absicherung. Wenn es das aber nicht gibt, wenn es nicht diese Sicherheit gibt, dass ich bekomme, was ich brauche, wann ich es brauche, wenn ich alt bin, wenn ich krank bin, dann gibt es natürlich ganz stark auch bei individuell bei den Menschen das Bedürfnis, sich abzusichern, entweder viel Geld zu verdienen oder eine andere Kapitalanlageform zu finden, sobald man so viel Geld hat, sich das zu leisten. Also es Jetzt braucht fragt man uns ja. tatsächlich auch die entsprechenden Strukturen und die entsprechenden Änderungen im System, damit das gut funktionieren kann. Man sagt uns ja, wir brauchen das Wachstum, um genau den Sozialstaat aufrechtzuerhalten. Das Pensionssystem, das Umlagesystem würde nicht funktionieren, wenn nicht ständig Wirtschaftswachstum wäre. Die Steuereinnahmen muss ich. Also ich stelle mir das mal vor, ja, ich stelle mir das mal vor. Deutsche Umweltbundesamt hat geschrieben, die klimafreundlichsten 10% der Bevölkerung verursachen 7 Tonnen CO2 pro Kopf und Jahr. Das sind wahrscheinlich nicht die mit dem größten Umweltbewusstsein, sondern die, die sich nicht mehr leisten können. Und jetzt stellen wir uns vor, eine ganze Gesellschaft würde freiwillig ihren Konsum auf dieses Niveau beschränken. Das würde die Politik vor immense Aufgaben stellen. Da würden eben, wie Sie gesagt haben, Arbeitsplätze verloren gehen, Steuereinnahmen würden fehlen. Also dieses ganze System lebt davon und darum haben wir es, glaube ich, auch mit der Politik, mit der sogenannten Politik, also den Politikern so schwer, ja, weil die natürlich sich gar nicht vorstellen können, wie sie so etwas eigentlich bewältigen sollten. Ja, aber wir leben in einer Zeit nicht nur der Polykrisen, sondern auch der Polytransformationen. Und man kann also jetzt auch die ökologischen Transformationen nicht isoliert betrachten, sondern man muss im Grunde auch noch die zweite große Transformation, und das ist die digitale, mit berücksichtigen. Und zum Beispiel jetzt seit 2022 groß im Gespräch. Künstliche Intelligenz. Und jetzt taucht zunehmend die Frage auf, ja, was macht das denn eigentlich mit unserer Ökonomie und mit den Arbeitsplätzen, wenn ja, Software und auch Roboter immer fähiger werden und immer mehr menschliche Tätigkeiten übernehmen können? Das müsste doch eigentlich eine ganze Menge Jobs obsolet machen. Und darauf wird es zumindest meines Erachtens, also eigentlich nicht meines Erachtens, wenn man Leute aus der Szene fragte oder so große globale Beratungsunternehmen, dann gingen die schon davon aus, dass in nächster Zeit weltweit Hunderte von Millionen
ja, Arbeitsstellen tatsächlich verschwinden werden. Und dann steht man automatisch vor der Frage, okay, wow, was machen wir denn da jetzt? Die Kaufkraft sinkt dann automatisch und die sozialen Systeme werden zunehmend belastet. Das schreit ja dann irgendwann doch nach einem Systemwandel. Die Ökologen fordern das normativ. Wir müssten eigentlich unser Wirtschaftssystem, unser Gesellschaftssystem, was eben auf Erwerbsarbeit und auf Konsum basiert, verändern. Aber gleichzeitig fördert die Politik auch die Digitalisierung und die Entwicklung von künstlicher Intelligenz und von Robotik, weil die das müssen. Wenn sie sich machen, dann machen das andere Regierungen und Länder. Und es wird dann zum Nachteil von Deutschland und Österreich. Aber ich persönlich glaube jedenfalls nicht, dass es sich verhindern lässt, dass wir auf einer Arbeitslosenquote von 30%, vielleicht sogar 40% zusteuern werden. Und der soziale Unmut in der Gesellschaft wird dann so groß werden, dass das automatisch nach Reformen, schon mehr als Reformen, schreit. Und da wären dann zum Beispiel auch Bibliotheken der Dinge schon mal präadaptiert, also vorangepasst. Das sind dann Einrichtungen, die man dann tatsächlich brauchen kann, weil man dann eben auch mit weniger Einkommen immer noch Zugang zu den Dingen hat, die man braucht. Ja, ich meine, zugegeben, das ist jetzt, die Meinung mag jetzt nicht, die Ansicht mag nicht jeder teilen, aber und auch Politiker sind da in der Regel noch sehr zurückhaltend, was jetzt die bevorstehenden Veränderungen betrifft. Ganz einfach aber auch deswegen, weil das Maß der Aufgaben, die da auf die Politik zukommen werden, schlicht zu groß ist. Was schiebt man dann lieber an die nächste Legislaturperiode oder Regierung ab? Aber spätestens in den 2030ern, allerspätestens, da werden wir dann ganz andere Diskussionen führen. Da werden dann nämlich die Effekte der Digitalisierung tatsächlich deutlich wahrnehmbar sein. Naja, jetzt haben wir aber also Produktivitätssteigerung, kontinuierliche Produktivitätssteigerung, das kennen wir eigentlich seit der industriellen Revolution. Und das hat sich eben bisher immer, hat sich schon auch in der Verkürzung der Arbeitszeit niedergeschlagen, aber gleichzeitig eben auch darin, dass mit dieser gesteigerten Produktivität eben doch immer mehr produziert wurde und bis heute wird und immer mehr Ressourcen verbraucht werden. Also wir könnten ja, wenn wir die Arbeitszeit seit 1995 ist im Euroraum so um durchschnittlich 6% gesunken und die Produktivität ist um 25% gestiegen. Das heißt, wenn ich richtig gerechnet habe, um den Konsumstandard von 1995 zu halten, müssten wir heute schon 6 Stunden weniger arbeiten. Und ich meine, das wäre ja an sich erstrebenswert, wenn die Digitalisierung uns dazu verhilft, weniger zu arbeiten. Und wenn wir außerdem irgendwie eine Idee haben, was wir dann mit dieser Zeit anfangen können. Und wenn es Strukturen Ein gibt, großer die Sorgen. dazu führen, Entschuldigung. dass man das nicht in Konsum, ich dachte nur, um mal so wieder was einzuwerfen. Also es gibt ja Forschung dazu, ob Arbeitszeitproduktion tatsächlich auch zu Effizienz führt. Und das ist eine komplexe Beziehung. Da kommen wieder die Strukturen mit rein. Also wenn eine Gesellschaft das trotzdem, dass die frei werdende Zeit in Konsum stecken will und dass die Normen sind, da würde ich zum Beispiel auch eine große Ursache sehen, warum wir halt nie reduzieren, dann wird es auch weiter so stattfinden. Ne? Also wenn wir die 30% Arbeitslosenquote dann haben, aber wir in den gleichen Strukturen leben, dann wird es auf jeden Fall nie dazu führen, dass wir ökologischer sind, würde ich mal vermuten. Und die Forschung, die es dazu gibt, die sagt das auch. Also da müssen dann halt Möglichkeiten bestehen. Also wie so eine Bibliothek der Dinge, das ja, wurde ja gerade irgendwie dargestellt. Sowas braucht es dann halt, ne? Genau. Wollte ich nur dazu noch einhaken, aber ich weiß jetzt zu sehr unterbrochen habe. Genau. Weil schon natürlich, also wenn die Leute intrinsische Werte haben, da gibt es viel Forschung dazu, eben weniger materialistisch sind, was ja aber auch wieder von Kontextfaktoren abhängt. Also ob ich einen materialistischen Wert verfolge, ist ja nie nur ganz persönlichkeitsabhängig. Genau, dann schaffe ich es auch quasi, meine Zeit in Dinge zu stecken, die halt, was ich, wenn ich Sachen repariere oder so. Wenn das
ja, oder mich um Familienangehörige zu kümmern, wie auch immer. Das Problem ist nur, dass wir das in unserer Gesellschaft in weiten Teilen nicht belohnen. Zumindest nicht so wie, ja, wir belohnen halt vieles monetär und Dinge, die uns wichtig sind, eigentlich, die belohnen wir manchmal auch nicht monetär und das ist zum Beispiel ein Problem. Ja, genau. Ja, aber ist das nicht dann eine Katastrophe, wenn wir wirklich auf eine Arbeitslosenquote von 30% kommen? Also wenn ich an die Erzählungen von der Weltwirtschaftskrise vor 100 Jahren denke, dann hört sich das ziemlich katastrophal an. Also müsste man da nicht schon vorher gegensteuern? Das ist natürlich eine Katastrophe, wenn man so im Rahmen des gegebenen Systems denkt. Da ist das tatsächlich unvorstellbar. Man möchte es natürlich unbedingt vermeiden, aber es wird sich gar nicht vermeiden lassen. Die Digitalisierung und die Automatisierung, die Weiterentwicklung von KI, das ist ja schlicht nicht aufzuhalten. Und im Gegenteil, die Innovationen sind sehr dynamisch. Deswegen sehe ich da gar keinen, in Anführungszeichen, Ausweg. Und ja, dann fängt eben die kreative Arbeit an. Dann muss man sich eben fragen, okay, wie kann man eine Gesellschaft organisieren, die eben nicht auf Erwerbsarbeit und eben das damit einhergehende Einkommen basiert? Und gleichzeitig müssen die Leute ja trotzdem in der Lage sein, ein gutes Leben führen zu können. Wir Ja, müssen aber trotzdem. nach dem Bild, das Sie uns da geben, haben wir dann 70% Leute, die buckeln wie heute und 30%, die nichts machen. Ja, 30%, das habe ich Schlafen jetzt können. so eingeworfen. Das sind auch viel höhere Zahlen im Gespräch. Das ist jetzt eher eine moderate Einschätzung. Ja, im Grunde gibt es zwei Szenarien. Das eine wäre so eine Art Re-Aristokratisierung der Gesellschaft, dass wir also so 15% super rich, wohlhabende Menschen haben, die eben auch in der Digitalisierung oder die von der Digitalisierung monetär massiv profitieren. Und dann haben die eben 85%, die, naja, das quasi dahin darben. Das würde wohl bevorstehen, wenn man das System weiterführen wollen würde. Damit es da nicht zu sozialen Unruhen und Aufständen kommt, da müsste dann eine autoritäre Regierung dafür sorgen, dass die Bevölkerung gewissermaßen ruhig gehalten wird, sprich durch Überwachung. Und das ist das eine. Und das zweite, ja, dann jetzt fängt es eben an, tricky zu werden. Und da gibt es eben noch nicht so viele Alternativszenarien. Klar, das bedingungslose Grundeinkommen wird immer wieder genannt, verbunden mit der Frage, wie können wir das finanzieren? Wobei das scheint ja wohl mittlerweile nicht mehr das drängendste Problem zu sein. Da gibt es einige Möglichkeiten, wenn man das gegenfinanzieren könnte. Aber die Frage ist natürlich, wie kann die für die Gesellschaft notwendige Arbeit erhalten bleiben? Krankenhaus, Polizei, Feuerwehr und so weiter, die braucht es ja weiterhin. Gibt es auch schon erste Ideen in diese Richtung? Also man kann jedenfalls das Bevorstehende, man muss das jetzt nicht so als Katastrophe sehen, das kann durchaus auch eine Chance sein, um die Gesellschaft so zu verändern, ja, wie man sie eigentlich aus Umweltaspekten auch verändern sollte, damit eben der Energie- und Ressourcenverbrauch nicht mehr so groß ist wie bisher. Ja, dem kann ich gut zustimmen. Und wir haben einfach immer noch nicht ein Thema, ein ganz wichtiges Thema angesprochen, und das ist die soziale Ungleichheit. Sie haben von der Aristokratisierung oder so ähnlich gesprochen. Viele sagen, wir sind schon lange wieder in einem Feudalsystem. Die soziale Ungleichheit ist im Moment ungefähr so groß wie Ende des 19. Jahrhunderts. Und wenn wir jetzt fragen, wie soll denn das leistbar sein, diese gesellschaftliche Veränderung, diese soziale Absicherung, diese vielleicht Arbeitszeitverkürzung, die Sinn machen würde, dann muss man sich halt auch fragen, wo kann das Geld herkommen? Und solange ein Großteil der Steuereinnahmen aus dem Konsum und aus der Lohnarbeit kommt, ist auch der Staat darauf angewiesen, dass ausreichend konsumiert und Lohn gearbeitet wird. Aber wenn wir es endlich in Österreich mal schaffen würden, sinnvolle Vermögens- und Erbschaftssteuern einzuführen, und dann gibt es ja, wo Sie da vermutlich mehr darüber sagen können als ich, auch verschiedene Ideen für Umweltsteuern.
wo man schon ganz anders wieder umverteilen könnte und einfach wieder mehr Geld reinbringen könnte, um Müssen wir gesellschaftlich zu eigentlich machen. fragen, wo das Geld herkommen soll? Wenn wir uns fragen, wo kommen die Tomaten her, das Brot, der Salat für alle, das ist ja eigentlich da. Ne? Das ist ja da. Also die Frage kam ja von Ihnen, wie wir uns das leisten können, die soziale Absicherung. Das war meine Antwort drauf. Ja, Und ja. natürlich. Aber in Wirklichkeit ist es ja so, warum, wenn jetzt Leute ohne Einkommen sind, warum sollen die auch ohne Essen sein? Ne? Und ohne Kleider und so weiter. Denn die sind ja da. Und wir haben das in der Wirtschaftskrise von 2008 erlebt. Also vor allem in den USA war das ganz deutlich. Menschen konnten nicht mehr in ihren Häusern wohnen, aber die Häuser waren da. Die Häuser waren unbewohnt und haben den Banken gehört. Nicht? Genau, das ist eine Frage der Umverteilung aus meiner Sicht. Warum gehören die Häuser, die Häuser den Banken? Weil anstatt den Menschen aus der Patsche zu helfen, man den Banken, die Banken gerettet hat. Hm. Und das stimmt natürlich. Es wäre so, eine zukünftige Vision einer Gesellschaft könnte natürlich sein, dass wir mit viel weniger Geld auskommen. Aber da müssten vorher die Ressourcen entsprechend zugänglich sein. Wir haben global das Problem, dass Land zum Beispiel für biologische, kleinräumige Landwirtschaft immer weniger zur Verfügung steht, weil immer mehr von großen Konzernen aufgekauft wird. Also Commoning braucht immer auch Infrastrukturen und Ressourcen und entsprechende Zugangsmöglichkeiten. Und auf der anderen Seite, so in der Welt, in der wir heute leben, braucht es für die soziale Absicherung, die Menschen überhaupt dafür empfänglich macht, dass sie die Angst verlieren vor einem solchen sozialen Umbau, ist es, glaube ich, essentiell notwendig, dass wir auch Geld umverteilen, weil wie anders sollen Menschen im Moment ihre Miete bezahlen? Also ich glaube, diese Vorstellung, wir könnten diese soziale Ungleichheit belassen und sozusagen eine, die unten können sich dann ihr Commons aufbauen, das wäre immer ein Überleben auf ganz, ganz niedrigem Niveau, das ist nicht das, was ich mir vorstelle unter einem guten Leben. Können wir, Wäre. dann, so wie es der Professor Stengel jetzt für die Bibliothek der Dinge angedeutet hat, sozusagen innerhalb dieses Systems sozusagen schon vorbauen mit alternativen Wirtschaftsweisen, die sozusagen wie Keime, so wie der Kapitalismus ja auch seine Keime in der Feudalzeit gehabt hat, dass wir auch hier Keime setzen. Könnte die solidarische Ökonomie, die Social Economy da eine Rolle spielen, um sozusagen das abzufangen, was uns da bevorsteht? Das ist interessant, weil das stimmt voll mit der sogenannten Transition Theory überein. Nach der gibt es halt so bestimmte Standards, die der Mainstream der Gesellschaft sind. Und dann gibt es Nischen und in den Nischen entwickeln sich Innovationen. Und diese Innovationen führen eben zunächst einmal nur ein marginales Dasein. Wenn sich dann aber in der Umwelt der Gesellschaft, mit Umwelt ist nicht nur die natürliche gemeint, aber eben auch große Veränderungen vollziehen. Und das sind eben tatsächlich dann die globalen Umweltveränderungen, die natürlichen Veränderungen, aber das können auch technologische Veränderungen sein, sprich die Digitalisierung. Wenn sich hier Veränderungen vollziehen, dann kann es eben passieren, dass der althergebrachte Standard, die eingelegten kollektiven Praktiken nicht mehr an diese neuen Umweltbedingungen angepasst sind. Vielleicht sind es aber Ideen aus der Nische und die haben dann eben die Möglichkeit, zu einem neuen Standard zu werden. Und das könnte ja, nicht nur, das könnte generell mit der Share Economy, also nicht nur mit Bibliotheken der Dinge, sondern generell mit der Share Economy der Fall sein. Und das könnte natürlich auch der Idee der Suffizienz nochmal Auftrieb geben. Aber Stichwort Suffizienz, ich wollte nochmal zu dem Thema Finanzierung, auf das Thema Finanzierung zu sprechen kommen. Es ist ja eine ganze Menge Geld da.
In Deutschland werden allein jedes Jahr, ich kenne jetzt nicht die Zahlen für Österreich, aber um die 60 Milliarden Euro ausgegeben, um zum Beispiel Praktiken zu fördern, die die Suffizienz im Grunde verhindern. Da werden zum Beispiel Dienstwagen finanziert, kann man steuerlich absetzen. Oder aber die Mehrwertsteuer für Fleisch wird künstlich gering gehalten für 7%. Für andere Lebensmittel zahlen sie 19%. Das muss ja so nicht sein. Man kann ja auch Fleisch auf 19% hochsetzen und man kann die Subvention für Kerosin, Diesel, Dienstwagen und so weiter nach und nach absetzen. Und das schafft eine ganze Menge Mittel frei, die man dann natürlich zum Beispiel auch wieder für soziale Maßnahmen anwenden könnte. Aber da ist eben bislang der Druck oder der Leidensdruck noch nicht groß genug, dass man das dann eben macht. Aber das wird sich verändern. Denn es ist ja nicht nur so, dass sich die Digitalisierung sehr schnell weiterentwickelt. Die globalen Umweltveränderungen, die entwickeln sich auch ja, weiter, allerdings zum Schlechten. Und wenn man sich jetzt beide große Transformationsprozesse zusammendenkt, dann komme zumindest ich persönlich gar nicht umhin zu schlussfolgern, dass die Gesellschaft, die gesellschaftlichen Strukturen, wie sie jetzt hier kennen, was wir kennengelernt haben, eben nicht mehr an dieses System angepasst sind und dann eben durch, ja, gewissermaßen externen Zwang verändert werden müssen. Ja. In Österreich haben so an die 60 Institutionen von der Caritas bis Global 2000 im letzten Herbst eine Social Economy Deklaration verabschiedet, für eine Wirtschaft im Dienst der Menschen und der Natur. Und wenn ich zitieren darf, vielmehr noch freilich bezeichnet die Social Economy eine alternative Wirtschaftsweise, deren Potenziale für eine sozial-ökologische Transformation unerlässlich sind und die wirtschaftspolitisch gezielt entwickelt werden müssen. Sie orientiert sich erstens nicht am quantitativen Wachstum, weil sie nicht auf Gewinne abzielt, sondern konkrete Bedürfnisse deckt. Sie ist daher, so sagen sie, strukturell suffizient, anstatt expansiv wie ein konventionelles Unternehmen. Und als Beispiel werden dazu angeführt genossenschaftliches Wohnen, gemeinnütziges Wohnen, erneuerbare Energiegemeinschaften, Handwerks-, Industrieunternehmen in Belegschaftshand, der genossenschaftliche Einzelhandel, Handel, Kredit, Plattform- und Vermarktungsgenossenschaften, Initiativen solidarischer Landwirtschaft, in NGOs im Bereich nachhaltiger Entwicklung und vieles mehr. Also diese solidarische, also diese Social Economy, von der da die Rede ist, die gibt in Europa schon 6% der Menschen Arbeit. Das ist ja schon gar nicht so wenig. Ja, und diese Initiativen zeichnen sich aus durch Miteigentum, durch demokratische Mitbestimmung oder die partizipative Inklusion von Nutzerinnen, Beschäftigten und weiteren Stakeholdern. Ja, ich halte das für essentiell, diese vielen Initiativen. Und es gibt ja da wirklich unglaublich viele, egal wo man hinschaut. Wahrscheinlich sind die in diesen 6% sind tatsächlich nur die drinnen, die bezahlte Arbeitsplätze schaffen, vermutlich. Ich glaube, dass es im Grunde noch viel, viel mehr gibt. Gemeinschaftliche Wohnprojekte. Eben solche Leihbüchereien, Bibliothek der Dinge, wo vermutlich auch nur ehrenamtlich gearbeitet wird. Und trotzdem sehe ich halt auch, dass auf der anderen Seite in großem Maßstab die Zerstörung weitergeht. Darum halte ich es für essentiell, eben auch neben dem Aufbau von solchen Dingen, eben auch auf politischer Seite aktiv zu bleiben, um Gesetze voranzubringen, die solche Dinge einfach die leichter machen oder die Steuern zu ändern, so wie es gerade angeführt wurde, Subventionen von klimaschädlichen Praktiken endlich einzustellen oder eben auch so Dinge voranzutreiben. Ich glaube, die Lokführer in Deutschland kämpfen schon sehr lange jetzt für eine 35-Stunden-Woche. Ich finde, das gehört auch alles dazu. Und diese politische Arbeit als sozusagen Veränderung von oben und Veränderung von unten, denke ich, braucht es gemeinsam, damit das funktionieren kann. Ja, und ich ergänze mal,
Genau, das eine ist Partizipation. Also da gibt es natürlich viel Forschung auch, dass das wichtig ist, Leute quasi, dass sie auch profitieren von den Dingen. Also gerade in der Energiewende ist es ja schon, wenn so lokale Genossenschaften entstehen, ne, da entsteht halt ein Gemeinschaftsgefühl. Das haben wir gerade gesagt, das ist ein Teil von quasi psychologischer Bedürfnisbefriedigung. Das ist total wichtig und dies führt auch dazu, dass Menschen dann anders konsumieren. Da gibt es auch Funde, genau, und dieses sich beteiligt fühlen, aber auch nicht nur pro forma, also sie einfach mal fragen und dann trotzdem was anderes machen, ist ganz schwierig. Ja, aber da auch, dass sie sozusagen sowohl für sich selber was gewinnen, aber auch für die Gemeinschaft, das ist total wichtig. Ja, da glaube ich schon, dass sowas auch, also auch dass so Nischenprojekte total wichtig sind. Und das andere ist eben, also auch gerade wenn wir Politik immer so adressieren, ich merke immer, dass ich so leicht zusammenzucke, wenn ich so ein Gefühl kriege von, ja, die da oben, die machen das alles falsch oder sowas. Dann denke ich so, weil wir sind natürlich alle irgendwie Teil dieser Gesellschaft und haben irgendwie Wahlentscheidungen, die wir treffen können und so weiter. Und das Problem, was wir ja gerade total haben, ist dieses zunehmende Fragmentierung oder wie vereinzelt sind die Leute, unterhalten sie sich überhaupt noch mit den Leuten, die vielleicht irgendwie andere Meinung haben. Und ja, wir haben tolle Nischenprojekte, aber wie sind die halt an den anderen Gruppen noch so angedockt? Und ganz oft sind zum Beispiel auch solche Projekte gar nicht so divers, wie wir vielleicht denken, dass das wäre, sein sollte. Also es ist halt auch ein Risiko, ne? Da wissen wir halt auch noch nicht, diese Transition-Theorie, die vorhin schon hier zur Sprache kam, die ist auch ganz interessant, weil die Frage ist natürlich, wie viele Nischen darf es geben, damit es nie zu sehr destabilisiert, um dann irgendwie, naja, eine ziemliche Krise zu haben und dann weiß man halt gar nicht so richtig, welches Regime eigentlich noch funktioniert oder nee, oder ist es vielleicht dann das zu sehr autoritäre, aber ich meine, in die Zukunft können wir eher nie so richtig gucken, aber genau, also das ist so was, was mich da irgendwie immer beschäftigt und ja, also gerade bei diesen ganzen ja, so Themen wie Steuerreform und so weiter, es ist ja nie so, dass es keine Parteien gibt, die das nicht auch machen wollen würden. Und die kann man ja auch wählen, aber sie werden dann immer nie gewählt. Das finde ich schon auch spannend. Und da denke ich schon auch so, also ist Demokratie auch schon wichtig und wie schaffen wir es, dass wir da halt noch konsensfähig bleiben als Gesellschaft, ne? Und irgendwie, naja, also klar, wir haben auch immer mehr Druck, die Umwelt und das, was um uns herum passiert, das ist halt, ja, wird immer akuter, macht natürlich dann auch wieder Angst, weil, ja, umso schneller müssen wir eigentlich handeln, also sind wir mehr unter Druck. Ja, ist halt sehr komplex, aber ja, vielleicht ist es trotzdem irgendwie auch gut, so das, naja, zu sehen, was man vielleicht auch schafft und da auch irgendwie anschlussfähig zu bleiben, trotz allem, ne? Auch wenn ich voll dabei bin, wenn ich sage, ich will auch gerne irgendwie, dass wir alle morgen anders funktionieren und die komplette Gesellschaft irgendwie, keine Ahnung, das Wachstum nicht mehr braucht und so. Ja, und daher, genau, das wollte ich nur sagen, weil ich manchmal das so ein bisschen, ja, also, genau, wir können natürlich auch alle politisch aktiv sein und das finde ich, hat es ja auch Fridays for Future, Scientists for Future und so weiter. Jetzt gibt es auch in Deutschland eine starke Bewegung irgendwie, ja, dass die Leute sich auf die Straße stellen und sagen, hey, Demokratie. Und das ist auch gut. Wir müssen nur was draus machen und vielleicht dann so Entwicklungen anstoßen, die wir jetzt gerade schon andiskutieren, ne? Und da dabei sein. Aber ja, es ist natürlich auch schwierig, vor allen Dingen, wenn andere Krisen dazukommen, die man dann überhaupt nicht vorhersehen kann. Ja, das mit den anderen Krisen ist immer so ein bisschen das Problem auch für die Umweltbewegung gewesen. Es gibt immer die Klima- oder auch die Umweltkrise, die ist immer so die ewige Nummer zwei. Da stehen ständig Krisen im Vordergrund, die plötzlich wichtiger sind. Da war es 2007 die Finanzkrise, kam der Islamische Staat, dann kam Covid, jetzt ist es Putins Krieg gegen Russland, demnächst greift China womöglich noch Taiwan an und. Und das sind dann immer so die dominierenden Themen, die im Vordergrund stehen. Und ja, die Umwelt kommt dagegen zunächst einmal nicht an, aber das Problem schwelt im Hintergrund eben immer weiter und natürlich immer gravierender. Und man kann es dann irgendwann einfach nicht mehr ignorieren und muss sich eben zuwenden. Und dann ja, werden dann eben auch schon die jeweils angesprochenen vorangepassten Nischen, Innovationen und Ideen. Ja, plötzlich sind deutlich seriöser, als sie das vielleicht zuvor gewesen sind. Ich würde gerne mal so ein paar der Fragen aus dem Publikum hier mit einbringen. Da steht zum Beispiel, gibt es Ihrer Meinung nach Suffizienzforschung bzw. Entwicklung innerhalb von Industrieunternehmen oder ganzen Branchen? Wird aktiv in Branchen bzw. Firmen für oder gegen das Thema entwickelt? Gut, das kann ich jetzt
Der Satz ist irgendwie nicht ganz vollständig, aber ich glaube schon verständlich. Das hängt so ein bisschen davon ab, welche Branchen man sich anschaut. Es gibt durchaus eine Branche, die befasst sich mit Energieeffizienz, also mit der Frage, wie Energie eingespart werden kann. Die nennen vielleicht nicht, ja, da heißt es dann halt nicht Suffizienz, aber es geht im Grunde um Einsparung. Es gibt die Branche vom Carsharing, die wollen zwar auch wachsen, aber im Grunde ist deren Ziel ein suffizientes, nämlich den ja, nationalen Fuhrpark zu verkleinern. Und dann gibt es natürlich Unternehmen, vor allem so in der Bekleidungsindustrie, für die ist das ein Wort. Wobei es gibt einzelne Unternehmen, Patagonia zum Beispiel, die nehmen tatsächlich auch mal das Wort Suffizienz in den Mund, aber die stehen da eher alleine. Andere achten da eben noch darauf, auf Fast Fashion, darauf möglichst viel Kleidung pro Jahr zu verkaufen, jedes Jahr mehr. Also im Großen und Ganzen würde ich mal sagen, vereinzelt in manchen, ja, Branchen oder auch Unternehmen ist das angekommen, aber im Großen und Ganzen noch nicht. Also ich würde auch sagen, es kommt total auf den Bereich drauf an. Und ich kenne auch, also gerade diese plastikfreie Läden und so weiter. Ich meine, ich habe da mal Interviews geführt. Ja, natürlich. Also die sehen sich aber auch in diesem Konflikt, ne? Also die nehmen das Wort auch mal im Mund und sie wollen es auch gerne propagieren, aber die müssen halt trotzdem gucken, dass ihr Unternehmen irgendwie sich hält und man den Dienst also dann Mitarbeiter anstellen kann und so weiter. Aber ich habe schon das Gefühl, auch in anderen Bereichen, also Mobilität ist ja auch so ein Bereich, die Leute haben schon eine Wahrnehmung dafür, dass wir hier ein großes Problem haben und die würden das auch vieles gern anders machen. Das ist ja so ein bisschen das Problem, dass die Wahrnehmung ist ja, also man gibt ja so immer wieder auch Studien dazu. Die sind auch in den Unternehmen teilweise zumindest da, würd ich auf jeden Fall sagen. Also wir haben ja hier auch mit Akteuren zu tun. Selbst so also ein Kollege von mir forscht in der Stahlindustrie. Ne? Also es ist nicht so, dass die Leute alle nur sagen, ja, weiter wie bisher. Gar nicht. Eine andere Frage hier steht, wie kann Suffizienz und Degrowth auch für Arbeiterinnenbewegungen attraktiv gemacht werden? Gewerkschaften stehen zum Beispiel oft hinter dem Wachstumsparadigma. Das ist richtig. Da haben wir auch noch die alte Denkweise, dass es müssen möglichst viele Jobs entstehen und dazu muss die Wirtschaft eben brummen bzw. wachsen. Und vor allem bei Gewerkschaften ist man dann unbedingt auch gegen die Einführung zum Beispiel eines bedingungslosen Grundeinkommens, weil es dann eben heißt, ja, die Menschen haben ein Recht auf Arbeit, aber sie haben kein Recht auf Nichtarbeit. Das wird also schwierig sein. Für Arbeiter kann ich mir nur vorstellen, dass es interessant oder attraktiv wird, wenn man ihnen eben sagt, hey, ihr müsst ja gar nicht so viel arbeiten und ihr könnt ja durchaus auch an Arbeitszeit einsparen. Natürlich gibt es im Gegenzug weniger Einkommen, aber wenn man jetzt nicht so viel Einkommen braucht, um ein gutes Leben zu führen, das ist im Grunde ja auch das, was wir von Generation zu Generation sehen, von den Boomern zur Generation X, Y, Z. Da wird die Work-Life-Balance ja eigentlich zunehmend bedeutender. Das heißt, man versucht nicht mehr viel zu arbeiten, man sucht auch zunehmend weniger, ja, die Sinnerfüllung im Beruf, sondern man will Freizeit haben, man will sich in der Freizeit ausleben. Und Suffizienz kann das möglich machen. Wir haben ja auch in den meisten Betrieben eigentlich, ich meine, da gibt es ein Kastel für Vorschläge, aber im Grunde nicht wirklich eine Partizipation der Menschen, die da arbeiten, wie sie denn arbeiten wollen und was sie denn eigentlich produzieren wollen. Also ich erinnere da an ein Beispiel aus den 1970er Jahren, wo so ein großer Flugzeugbetrieb in England, wo dort die Belegschaft gesagt hat, na, wir fordern das Recht auf sozial nützliche Arbeit und auch entsprechende Vorschläge ausgearbeitet haben, was sie denn eigentlich mit ihren Kenntnissen und mit ihren Ressourcen und mit den vorhandenen Maschinen alles produzieren könnten, außer Militärflugzeuge. Es ist ja auch durchaus so, dass es vereinzelt Initiativen gibt. Ich weiß zum Beispiel, dass Verdi gemeinsam mit den Fridays for Future, ich weiß jetzt nicht wo, irgendwo in Deutschland,
eben, dass die Angestellten der öffentlichen Verkehrsbetriebe gemeinsam mit den Fridays an diesen sich engagieren in diesen Klimademos. Ein anderer Bereich, der durchaus wachsen dürfte, ohne umweltschädlich zu sein, sogar sollte, ist eben dieser ganze Pflege- und Gesundheitsbereich, wo es auch noch sehr viele Möglichkeiten gibt, wo, glaube ich, wo auch Interessen von Gewerkschaften und Suffizienz, Degrowth-Aktivisten durchaus Überschneidungen finden. Also man müsste halt auch in solchen Bereichen anfangen vielleicht. Ja, also was ich auch noch dachte bei der Frage, ja, es ist halt so ein krasses Narrativ, irgendwas wir die ganze Zeit wiederholen. Und ja, wenn man irgendwie schaffen würde, allein einfach nicht mehr drüber zu reden, fragt mich schon, was es helfen würde, ohne noch viel zu verändern. Also es war ja erst vor kurzem, als wieder gesagt wurde, ach, das Wirtschaftswachstum in Deutschland ist doch nicht 2%, sondern nur 0,2. Und ich meine, in der Lebensrealität der meisten Leute, was juckt überhaupt? Das ist ja irgendwie so interessant und ich meine, wir funktionieren schon viel über so, was sagen die anderen Leute um, was sagen irgendwie mächtige Leute und was kommt da jeden Tag in den Medien. Und wenn man das irgendwie mal schaffen würde, einfach irgendwie anders darüber zu sprechen, frage ich mich schon, was das mit den Leuten machen würde. Also und bei dem bedingungslosen Grundeinkommen, das ist ja so ein bisschen die Idee davon, dass man irgendwie eine andere, ja, irgendwie so eine Zugehörigkeit einfach mal so, du bist halt Teil unserer Gesellschaft und wir lassen dich da einfach drin teilhaben, ohne dass du arbeitest. Und das ist ja die Idee davon, dass es irgendwie was verändern soll. Da wird ja empirisch gerade versucht, auch was rauszuarbeiten. Weiß ich nicht, die Ergebnisse gibt es, glaube ich, noch nicht. Aber ja, und so sind wir halt immer wieder gefangen, weil wir sagen halt immer, das ist wichtig. Und wir hängen da irgendwie dran. Und ja. Ja, das würde vielleicht auch bei dieser, also wir haben jetzt, das war konkret die Frage nach der ArbeiterInnenseite oder den Gewerkschaften, wenn man das da ein bisschen anders drehen würde, vielleicht schon vom Narrativ, so würde sich viel vielleicht schon verändern. Hier gibt Sitzt es eine eine. Frage: Wie ist Suffizienz mit den für die Energiewende notwendigen Investitionen vereinbar? Sind bei weniger luxuriös verschwenderischem Konsum trotzdem mehr Investitionen in notwendige Infrastruktur möglich? Ich glaube, die Person, die das fragt, spielt da auf Steuereinnahmen an, die notwendig sind, um diese Investitionen zu tätigen. Zunächst einmal, glaube ich, kann man sagen, mal angenommen, eine Gesellschaft lebte tatsächlich konsequent, dann würde sich das sicherlich auch auf den Energieverbrauch auswirken, sprich, es würde weniger Energie verbraucht werden. Das hieße dann wiederum, dass die Energiewende schneller umgesetzt werden kann, weil eben eine geringere Menge an Energie durch erneuerbare Energieträger ersetzt werden müsste. Das ist das eine. Vielleicht bräuchte es dann auch nicht so viele Investitionen, wie das bisher der Fall ist. Zum Zweiten, wo kommen die Innovationen her? Also es ist momentan ja auch nicht so, wie gesagt, also wir haben ja auch dann die sogenannten perversen Subventionen angesprochen. Es gibt ja durchaus eine Menge Geld, das schon da ist. Es wird halt anders kanalisiert. Aber das muss ja so nicht bleiben. Ich glaube auch, dass die Gesellschaft zum Beispiel für viele kollektive, nicht suffiziente Praktiken sehr viel Geld bezahlen muss. Das sind die Schäden, die durch die globale Viehindustrie auftreten. Das ist auch eine Industrie, die den Klimawandel besonders vorantreibt. Und auch der kostet ja Gesellschaften zum Beispiel durch Wetterextreme oder Anpassungsmaßnahmen viel Geld. Wenn viele Autos fahren, dann werden die Straßen stark abgenutzt und müssen immer wieder erneuert werden. Und das ist auch sehr teuer. Würden weniger Autos fahren, würde man auch hier wiederum sehr viel Geld einsparen. Also das hätte schon positive, auch finanzielle Effekte zur Folge, die man dann eben auch hier für solche Investitionen in die Energiewende ja, investieren könnte. Ja, würde ich zustimmen. Und vielleicht noch, also ich würde vielleicht auch Suffizienz und Effizienz gar nicht so immer so krass voneinander trennen. Ich glaube schon, dass wir Investitionen brauchen. Und eben, mir fiel nur das Beispiel auch aus mit Autos. Ich meine, da viele Kosten sind einfach krass vergemeinschaftet, aber die sehen wir nicht und die werden einem auch nie an jedes Auto rangeschrieben. Und das ist halt das Problem. Und solange wir da irgendwie kollektiv uns dafür entscheiden, dass wir da
naja, die Gelder halt dort entschieden, wo wir sie gerne dann hätten, dann ist halt ein Problem. Und jemand, der sich dann eben gerne Suffizienz verhalten will, hat da schon einen ganz schön hohen Aufwand. Er muss halt eine sehr hohe Wertvorstellung haben, dass er das jetzt gerne möchte und in Kauf nehmen, dass er letztlich auch die teureren Varianten nimmt oder muss sich leisten können, das ist ja dann das andere, ne? Also das finde ich schon eben auch so eine Tragik in der ganzen Sache. Ja, und das ist bei Automobilität eigentlich der total der Fall. Also da, ja. Und diese Kosten offensichtlicher zu machen, so dass die Leute sich wenigstens noch entscheiden können, fände ich zum Beispiel auch gut. Aber ja, muss man wollen. Suffizienz, wieder eine neue Frage. Suffizienz wird schnell, besonders in der Wissenschaft, als nachfrageseitige Maßnahme dargestellt. Und so werden implizit oder explizit Konsumentinnen verantwortlich gemacht. Wie schaut Suffizienz auf Produktionsebene und entlang der Lieferkette aus? Wie kann dies umgesetzt werden und wie kann die Message im wissenschaftlichen Mainstream ankommen? Ich möchte gleich anknüpfen, etwas, was mich beschäftigt. Ich kann als Konsument ja zwar mich bescheiden, aber ich kann nur das aus dem auswählen, was hier, was angeboten wird, was vorhanden ist. Ich habe eigentlich keinen Einfluss darauf, wie produziert wird und von wem und unter welchen Arbeitsbedingungen. Das kann ich alles nicht bestimmen als Konsument. Und da ja, genau da stellt sich diese Frage, wie sieht das auf der Produktionsseite eigentlich aus und wie können wir darauf Einfluss gewinnen? Man kann übrigens sogar sagen, dass man nicht nur die Produktionsseite, sondern auch die kommunale Seite sich anschauen kann, denn Suffizienz ist ja prinzipiell eine Strategie, die eben auch auf der Ebene einer Stadt verwirklicht werden kann. Und da stellt sich die gleiche Frage, wie kann das möglich sein? Also ein Beispiel hier wäre, wie könnte zum Beispiel der öffentliche Nahverkehr für möglichst viele Menschen zugänglich gemacht werden? Entweder indem die Kosten deutlich reduziert werden, also für die Fahrtickets, oder womöglich sogar der öffentliche Nahverkehr kostenlos bereitgestellt würde, dann hätte man nämlich eine Möglichkeit, dann würde es einem leichter gemacht werden, sich im Alltag suffizient zu verhalten. Und da ist dann die Frage, okay, im Gegenzug müsste das Autofahren ein bisschen teurer gemacht werden, zum Beispiel durch die Parkraumbewirtschaftung in Städten. Und das könnte man dann zur Gegenfinanzierung nutzen. Man könnte auch, das ist gar nicht mal unwichtig, in Städten an der Stadtbeleuchtung einsparen, vor allem in den Kernnachtzeiten, so zwischen 1 und 5 Uhr. Eine Stadt könnte auch dadurch eine Menge Geld einsparen, die überdies noch die nachtaktiven Insekten schützen, ohne dass das zu nennenswerten Sicherheitsverlusten führen würde. Und auch diese eingesparten Mengen könnte man dann zum Beispiel den öffentlichen Verkehr zuführen. Ja, und auf Unternehmensseite, da ist es schwer. Da muss man sich wieder anschauen, mit welchen Unternehmen hat man es zu tun. Unmöglich ist es eigentlich bei den großen, bei den Aktiengesellschaften, die vielen, unter Umständen Tausenden von Investoren gehören, die alle nur eines wollen, nämlich Profit. Also da mit dich. Auf der Ebene muss man bei Unternehmen erst gar nicht anfangen. Die werden, solange es geht, also nach dem alten Muster weiterarbeiten. Und ansonsten, ja, dann kommt man bei anderen Unternehmen, bei kleinen und mittelständischen, kann man da schon mehr erreichen. Wenn es zum Beispiel darum geht, die Produktqualität zu erhöhen, sodass die Dinge auch länger genutzt werden können, seltener kaputt gehen und wenn sie kaputt gehen, dann einfacher repariert werden können. Da gibt es schon auch in vielen Branchen Unternehmen, die da vorangehen. Aber das muss halt dann auch vom Konsumenten honoriert, beziehungsweise gekauft werden oder genutzt werden. Sonst setzen sich solche Ideen vermutlich auch nicht durch. Das ist jedes Mal ein zweischneidiges. Entschuldigung. Ich würde noch zu der Frage, zu Ihrer Frage als Konsumentin kann ich ja gar nicht entscheiden. Das stimmt natürlich im Supermarkt. Ich kann aber sehr gut über Arbeitsbedingungen und Produktionsbedingungen entscheiden, zum Beispiel in einer solidarischen Landwirtschaft. Und
Natürlich auch im Bioladen und wenn ich bei ähnlichen Firmen einkaufe, die der Herr Stengel gerade erwähnt hat, das ist jetzt natürlich in dem Fall meistens teurer. Für solidarische Landwirtschaft muss das nicht immer gelten. Es gibt auch Solidaritätsmodelle, wo eben auch der Beitrag, den die Ernteanteilnehmerinnen zahlen, gestaffelt ist oder relativ hohe Spreizung hat. Und dann sollte man sich natürlich fragen, warum ist es eigentlich so, dass biologisch ohne Pestizide, ohne große Maschinen hergestellte Produkte so viel teurer sind als industriell hergestellte? Wie ist denn das mit der Agrarpolitik, mit der europäischen, mit den Subventionen? Also da könnte man schon einiges machen. Intensive Landwirtschaft wird massiv subventioniert, und dadurch werden die Produkte billiger. Und im Übrigen, nicht alles, was qualitativ hochwertig ist, ist dann tatsächlich teurer. Klar, in der Anschaffung zunächst mal schon, aber da man von diesen Dingen, zum Beispiel Kleidung, dann sehr viel mehr hat, man kann sie viel länger tragen, gibt man unter Umständen sogar weniger aus, als wenn man sich dann jedes Jahr eine Jacke holt, die jetzt mal eine Saison in Mode ist oder auch nur so konzipiert wurde, dass sie nicht länger als eine Saison durchhält und sich dann wieder im nächsten Jahr die nächste holen muss. Da muss man halt genauer hinschauen. Und im Supermarkt übrigens haben Kunden ja durchaus die Möglichkeit, Dinge nicht zu kaufen. Man wird ja gezwungen, nicht jeden Tag ein Steak zu kaufen. Da hat man dann durchaus die Macht zu sagen, okay, kaufe ich nicht. Punkt. Das könnte sicherlich sich auf die Unternehmen auswirken. Aber wenn ich mir zum Beispiel jetzt die Erdölindustrie anschaue, denen man ja eigentlich schon klar und deutlich gesagt hat, passt auf, Leute, bis Ende des Jahrzehnts werden wir Peak Oil erreichen und ihr werdet gar nicht mehr, werdet von Jahr zu Jahr weniger absetzen können. Die investieren trotzdem, die planen trotzdem weiter, die erschließen trotzdem weiter, obwohl sie eigentlich wissen, dass sie nicht alle das überleben können. Aber jeder versucht natürlich, sich einen Startvorteil zu holen, um derjenige zu sein, der überlebt. Und das sieht man natürlich in vielen Branchen. Und das ist ja auch der Grund, warum dann letztlich das eintreten würde, was Sie gesagt haben, Professor Stengel, dass es dann zu einem Zusammenbruch kommt, statt zu einer Transformation durch Design, statt durch Desaster. Ja, die Strategie der Ölindustrie ist seit Jahrzehnten eigentlich die gleiche. Es ist ja mittlerweile hinlänglich bekannt, dass die großen Ölkonzerne schon in den 1970er wussten, dass ihre Produkte sozusagen einen Klimawandel auslösen, der zunehmend problematisch für die Gesellschaft wird. Und was sie eigentlich damals angefangen haben, ist dann die Strategie der Klimaskepsis nicht zu erfinden, das hat davor die Tabakindustrie getan, aber sie zumindest umzusetzen, um eben Politiker davon zu überzeugen, ah, wir haben noch Zeit, es braucht noch mehr Forschung. Und das ist es halt. Sie gewinnen Zeit und in dieser Zeit können sie eben weiter Profite erwirtschaften und das klappt sogar in der Gegenwart noch gut. Es gibt zwar sinken die Margen, aber sie sind immer noch da. Öl verkauft sich immer noch gut. Das ist natürlich ein Auslaufmodell, das wissen die auch. Das ist der Punkt. Aber es geht eben darum, so lange wie möglich damit noch Gewinne zu machen. Und dann wird eben getan, was getan werden muss, um diese Gewinne eben auch noch realisieren zu können. Und sei es eben, dass man ja, die Gesellschaften mit Desinformationskampagnen überzieht. Aber wenn das dann zusammenbricht, also wenn jetzt nur, sagen wir, ich weiß nicht, eine von den großen, sagen wir, Exxon zumachen muss, dann sind das Millionen Leute, die arbeitslos werden auf einen Schlag. Nicht? Ja, also zunächst einmal, einen Schlag werden die gar nicht zumachen müssen, denn wenn Öl zum Beispiel weniger nachgefragt wird, dann wird es natürlich billiger und damit dann auch interessanter für ja,
Developing Countries, also für ärmere Gesellschaften. Sieht man jetzt, Indien kauft russisches Öl. Warum? Ja, weil sie eben auf günstige Energieträger angewiesen sind, um die eigene Wirtschaft zu entwickeln. Das wird also eine ganze Weile noch gut gehen. Und aber was völlig richtig ist, es wird eine sehr große Anzahl von Arbeitsplätzen vernichtet werden, die an der fossilen Energieindustrie hängen. Ja, ist so. Es werden auch eine Menge Arbeitsplätze verloren gehen, wenn irgendwann mal die Fleischindustrie zusammenbricht. Und das wird sie tun, wenn Fleisch zum Beispiel zellbasiert hergestellt wird, genauso wie Fisch. Das sind große Mengen an Arbeitsplätzen, die da verloren gehen. Aber das kann ja kein Argument sein, zu sagen, ah, wir machen einfach weiter wie bisher, damit diese Arbeitsplätze erhalten bleiben. Ist eigentlich egal, ob wir dem Abgrund entgegendriften oder nicht. Wir müssen so weitermachen. Die Sicherung der Arbeitsplätze ist das mit Abstand Wichtigste. Nein, ist es nicht. Da muss man sich allerdings natürlich Gedanken darüber machen, wie man eine Gesellschaft eben entsprechend designt, damit man auf diese Arbeitsplätze nicht mehr angewiesen ist. Umgekehrt entstehen sicherlich auch neue Arbeitsplätze, jetzt in der grünen Industrie. Es werden weniger sein, deutlich weniger, muss man auch sagen. Allein für die zellbasierte Herstellung von Fleisch, da wird meistens alles automatisiert werden. Da braucht es nicht viele Arbeitsplätze. Aber trotzdem braucht es diesen Wandel. Da kommen wir gar nicht drum rum. Also letztendlich ist es wichtiger, dass die Zivilisation, tja, überdauert, als dass es eben manche Industrien sind, die überdauern sollten. Da steht ziemlich frustrierend das Thema. Gibt es auch positive Nachrichten? Transformationsprozesse kennen immer Gewinner und Verlierer. Das ist immer so. Das nennt man in der Ökonomie durchaus auch mal so die schöpferische Zerstörung. Und je größer die Transformationen sind, die sich ereignen, desto mehr Verlierer kann es eben auch zunächst mal geben. Es ist halt so, dass man da so in eine Art Übergangsphase hineindriftet und die ist immer so ein bisschen messy. Also die ist nicht schön. Da hat man auch die alten Strukturen, aber die passen nicht mehr auf die neue Situation, aber es sind eben noch keine neuen da. Und da entsteht leider dann tatsächlich auch viel Leid, da entstehen neue Probleme, aber die erhöhen dann eben gleichzeitig auch den Druck, den Transformationsdruck und die Einsicht, dass es dann anders werden muss. Insofern hat es jetzt mal abstrakt gesprochen, so eine gewisse Leidensphase dann auch wiederum ihre positiven Aspekte. Aber so ganz ohne Probleme werden wir da nicht rauskommen. Das ist sowohl bei den globalen Umweltveränderungen so, das ist aber auch bei der fortschreitenden Digitalisierung so. Da sehe ich ja hier Automatisierung, viele Arbeitsplätze. Auch da wird es zu Problemen kommen. Aber das ist halt problematisch nur im Übergang. Danach kann sich die Situation dann eben auch wieder verbessern. Und sprechen wir da Ja, von Jahren oder von Generationen? und Ja, das ist aber für die Menschen heute eine entscheidende Frage. In der Regel ist es natürlich immer eine Generation, die es am härtesten trifft. Ja, aber das kann man dann auch erst in der Retrospektive dann genauso sagen. Es lässt sich im Vorfeld noch nicht so genau absehen. Und es hängt natürlich auch immer davon ab, wie viele Nischen sind denn da schon da? Also Nischenideen sind denn da schon da, auf die man zurückgreifen kann. Ich denke, wir haben da durchaus schon einiges. Und dann wird es sicherlich Gesellschaften geben, die sind etwas schneller mit der Umsetzung und machen dann die ersten Erfahrungen. Andere brauchen ein wenig länger. Das wird also auch in unterschiedlichen Geschwindigkeiten vor sich gehen. Und es wird auf jeden Fall, die nächsten 2, 3 Jahrzehnte werden auf jeden Fall sehr, sehr spannend werden. Also ich würde auch noch was zum Thema Erfolgserlebnisse sagen. Also ich finde schon, allein dass dieses Suffizienzthema ja ganz konkret jetzt in den letzten 2, 3 Jahren schon ein Publikum bekommen hat, finde ich schon eigentlich meine gute Nachricht. Also im IPCC wurde es ja dann aufgenommen. Ich finde, das ist echt ein richtig guter Bericht. Den kann man mal lesen. Das ist der letzte. Da waren sehr viele gesellschaftliche Themen drin. Das ist wirklich ein Fundus, ja. Und da steht zum Beispiel auch ganz klar drin,
dass es enorm kulturelle Sachen sind, die auch Veränderungen hervorrufen. Also gerade beim Fleischkonsum wird da auch sehr stark mit adressiert. Und ich finde, das macht schon Hoffnung, weil da kann man ja als Gesellschaft wirklich auch was, also das ist ja das, was wir hier die ganze Zeit machen, irgendwie uns über Werte verständigen und so weiter. Und da können wir schon was tun. Genau, und das andere, das ich schon auch finde, also ich meine, ich bin ja in so einem Institut, was ja schon, sag ich mal, eher ein technologisches Institut und gerne auch mit der Industrie zusammenarbeitet und so weiter. Aber also wir haben echt Projekte, die beschäftigen sich mit diesen Fragen sehr intensiv und wo auch irgendwie Akteure dabei sind, die da ein Interesse haben. Also genau, also ich bin sonst eher ein Pessimist, aber das sind schon gute Sachen, finde ich, wo vielleicht ist es ja so, dass dann eben, es ist zwar viel Krise, aber das ist immer Teil von Veränderungen, ne? Dass das dann halt darauf zurückgegriffen wird, wenn es dann die nächste Krise gibt. Also so. Das kann ich übrigens nur Ja, ich kann. unterstützen. Das kann, ja, also das ist tatsächlich auch meine Erfahrung. Also als ich selber mit meinem Buch damals angefangen habe, ich habe am Wuppertal-Institut für Klima, Umwelt und Energie gearbeitet, da hieß es sogar in der Umweltszene, das Thema Suffizienz ist tot. Hatten mal versucht zu pushen, hat nicht funktioniert, fangen damit nicht an. Und seitdem, das Buch ist dann 2011 rausgekommen, aber seitdem kann man schon sagen, da hat sich innerhalb von 10 Jahren ungefähr hat sich tatsächlich sehr, sehr viel verändert. Nicht so, dass jetzt Suffizienz der Mainstream wäre, aber man spricht ganz anders darüber, als das zum Beispiel noch vor 2010 der Fall gewesen ist. Das vermute ich mal, das wird auch so weitergehen. Ja, und auch das Degrowth-Thema ist genau das gleiche. Ich meine, das ist ja eher eine internationale Debatte und da finde ich jetzt auch Frankreich ja zum Beispiel Paris so, ne? Also das sind ja coole Sachen, die die da machen mit ihren autofreien Innenstädten und so weiter oder als Festen. Aber konkret, da hört man ja immer wieder coole Initiativen. Oder auch in Spanien, da ist ja auch sehr viel Degrowth-Forschung. Also ja, da finde ich schon irgendwie sind so viele Leuchttürme. Ja, die Nische wird größer. Ja. Ja, ich wollte jetzt ja auch was noch über diese vielen tollen, guten Projekte sagen, aber nachdem meine Vorrednerinnen das schon alles gesagt haben, dachte ich, ja, es gibt einfach wirklich vieles, vor allem wenn man sich so wie ich intensiv mit solchen Commons-Projekten beschäftigt, dann ist man manchmal in einer Blase, wo man glaubt, es ändert sich eh schon ganz viel, was natürlich nichts daran ändert, dass im großen Maßstab draußen noch immer weiter zerstört wird. Aber es gibt ja durchaus jetzt nicht nur kleine zivilgesellschaftliche Projekte. Ich denke jetzt zum Beispiel an Städte wie Barcelona oder Paris, wo im Moment ganz viel in Bezug auf Verkehrswende passiert. Also es gibt auch viele ermutigende Beispiele und man muss halt auch da mal hinschauen, aber darüber auch nicht, halt auch nicht vergessen, dass noch der Weg noch weit ist. Paris ist übrigens ein sehr schönes Beispiel. Die dortige Bürgermeisterin Hidalgo versucht, sie schafft es ja tatsächlich, die Stadt umzugestalten. Mehr Stadtgrün, den Autos werden weniger, mit weniger Platz eingeräumt, Straßen werden verengt, das Parken wird teurer und, und. Aber sie macht das geschickt. Sie hebt zum Beispiel hervor, das sei gut für die Luftqualität, für die Gesundheit der Menschen. Man hat mehr Platz in der Stadt, zum Beispiel für Grünflächen, mehr Platz zum Spielen für Kinder und so weiter. Die Stadt wird sicherer, weil es eben nicht so viel Autoverkehr gibt. Das heißt also, sie geht ja gar nicht mal auf Umweltaspekte ein und sie nennt es auch nicht Suffizienz. Und trotzdem passiert eben sehr viel. Und auf diese Weise ja, könnte man auch, Barcelona ist auch ein schönes Beispiel, das geht alles in die gleiche Richtung, aber die Argumente, die da genannt werden, sind halt, die zielen eher aufs gute Leben, auf das gute Leben in einer Stadt. Auch weniger Lärmbelästigung spielt eine Rolle. Und so kann man sich der Sache eben auch annähern, um den Widerstand, den es nach vor natürlich auch gibt, aber er wird dann schon kleiner. Und dann gibt es ja noch seit kurzem das europäische Restoration Law, wo es darum geht, Natur wieder Renaturierung, das auch wieder ein großer Schritt in die richtige Richtung ist, wenn es Das denn Recht auf Reparatur eben adäquat auch. umgesetzt wird. Ja. Ja, dann. Vielen herzlichen Dank Ihnen allen fürs Dabeisein. Sowohl richtet sich der Dank wieder an die Teilnehmerinnen auf dem Podium, als auch an Sie im Publikum. Die Aufzeichnung dieses Gesprächs werden wir auf talk.scientistsforfuture.org veröffentlichen.
Sie kann dann nachgesehen werden. Sie können dann den Link dazu auch noch weiter verbreiten, damit noch mehr Menschen das sehen können. Und ja, in diesem Sinn wünsche ich Ihnen allen noch einen schönen Abend. Auf Wiedersehen beim nächsten Talk.